Hallo ihr Lieben, heute mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ich dachte, ich drehe mal direkt vorm Fenster. Vielleicht spare ich mir dadurch die Softbox, aber ich weiß gerade noch nicht, was das hier mit der Sonne wird. Sie kommt, sie geht, sie kommt, sie geht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu krasse Lichtschwankungen werden. Ja, egal. Also falls es krasse Lichtschwankungen geben wird, ihr seid gewarnt. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch heute mal diese Schätzchen hier, und zwar Immerwelt von Gina Showalter. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich das Buch bekommen habe. Und ja, leider war das Buch so ganz anders, wie ich es erwartet hatte. Und wieso, weshalb, warum, darum geht es heute. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Da ich gerade festgestellt habe, dass mein Bild extrem gelb wird, warum auch immer, wenn ich das Buch die ganze Zeit in die Kamera halte, blende ich euch das Buch hier an dieser Stelle nochmal mit ein. Dann haben wir es jetzt auf diese Weise und ich halte es jetzt nicht die ganze Zeit fest. Und ja, Immerwelt. Warum habe ich was total anderes erwartet, wie das, was es eigentlich ist? Zum einen, ich dachte erstmal, es ist High Fantasy. Für mich hat es sich die ganze Zeit nach High Fantasy angehört. Und als ich dann das Cover gesehen habe, ihr seht es ja jetzt gerade, habe ich auch gedacht, es ist High Fantasy. Und auch wo ich hinten drauf das gelesen habe, dachte ich, es ist High Fantasy. Ich kann euch ja mal vorlesen, was hinten drauf steht. Hinten drauf steht: Tenley ist eine ganz normale 17-Jährige, rebellisch und eigensinnig. Nur, dass ihre Eltern darauf bestehen, dass sie sich, wie alle anderen, zu einer der beiden verfeindeten Seiten bekennt. Entweder gehört man zu Myriad, dem dunklen Reich der Schicksalsgläubigen, oder zu Troika, dem hellen Reich der Erkenntnis. Vertreter beider Reiche versuchen mit allen Mitteln, Tenley für sich zu gewinnen. Aber sie versteht nicht, warum ausgerechnet sie so wichtig sein soll. Außerdem bemüht sich aus beiden Häusern ein Junge um sie. Einer der beiden lässt Tenleys Herz höher schlagen. Doch was, wenn sie sich für das Reich des anderen entscheidet? Und ich finde, das klingt für mich erstmal total so nach High Fantasy. Deswegen ich erstmal mit einer High Fantasy Einstellung in dieses Buch gegangen bin und dann angefangen habe zu lesen und dachte, was ist das? Ich habe erstmal gedacht, was ist das? Und habe wirklich die ersten 150, 180 Seiten gebraucht, ehe meine Totalverwirrung aufgehört hat. Also das Buch ist im Prinzip dystopisch mit Urban Fantasy, ne? Also weil diese Sphären, die es dort in dieser Welt gibt, das ist halt Urban Fantasy, aber es ist halt auch ein dystopischer Ansatz. Das heißt, es ist unsere Welt in einer Zukunft und alles ist halt anders, aber unsere Welt und unser ganzes System beruht halt auf dieser Welt. So, und ja, das war für mich erstmal die totale Verwirrung. Und dann habe ich echt die ersten 150, 180 Seiten gebraucht, um in diese Geschichte reinzukommen, um zu kapieren, was da jetzt eigentlich genau abgeht. Also ich weiß schon von anderen, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht. Ich habe mit Bea, die hat mir einen Kommentar geschrieben unter mein Video, unter das eine, und hat auch gesagt, sie hat es in der Leserunde gelesen, und die waren alle total verwirrt. Und jeder brauchte so erstmal die ersten 150, 180 Seiten, um erstmal in die Geschichte reinzufinden, um selber für sich erstmal so einen Flow für die Geschichte zu finden. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schade, weil das halbe Buch fast ist, was du erstmal nur damit zubringst, deine Gedanken zu sortieren, und du kannst dich überhaupt nicht so richtig in die Geschichte fallen lassen, weil du halt die ganze Zeit damit beschäftigt bist, das Ganze durchzuanalysieren. Ja, das erstmal zu meiner ganzen Verwirrung am Anfang. Ja, ich würde jetzt noch mal ganz kurz mit meinen Worten erklären, worum es in diesem Buch geht, um euch das Ganze auch ein Stückchen zu erklären und näher zu bringen. Also in Immerwelt geht es um Tenley, wie wir ja schon wissen. Und Tenley ist ein ganz normales 17-jähriges Mädchen. Ich fange meine Inhaltsangabe diesmal mit einer Erklärung an. Und zwar, es gibt in dieser Welt, in der das Ganze spielt, gibt es das Erstleben. Das Erstleben ist quasi das Leben, was wir alle leben, unser ganz normales Leben. Und in der Welt von Tenley ist es halt so, dass du dich vor deinem Tod entscheiden musst. Entweder du gehst nach Troika, ins Land des Lichtes, sage ich jetzt einfach mal ganz platt, oder du gehst nach Myriad, ins Land der Dunkelheit. Denn in einer von diesen beiden Sphären ist immer Tag oder immer Nacht. Also es gibt entweder Licht oder Dunkelheit. Und du musst dich während deines Erstlebens für eins von diesen beiden Sphären entscheiden. Oder du kommst in diese dritte Sphäre, die es quasi noch gibt. Das nennt sich Viele Enden, und das ist sowas wie die Hölle. Und in der Geschichte geht es im Prinzip darum, dass Tenley sich für eine von diesen beiden Seiten entscheiden muss, sich aber nicht entscheiden kann und Angst hat, dass sie sich für die Seite... Und sie hat halt einfach Angst, dass sie sich für die falsche Seite entscheidet. Denn ihr ganzes Leben ist sie damit aufgezogen worden, dass sie sich im Prinzip für Myriad entscheiden soll. Denn ihre Eltern sind Myriad-Anhänger. Das heißt, sie würde nach ihrem Tod wieder mit ihrer Familie zusammen sein. Und sie hat aber die ganze Zeit das Gefühl, dass das halt nicht richtig für sie ist. Und dass das halt nicht das ist, was sie sich vorstellt von ihrem Zweitleben. Und weigert sich deswegen, bei Myriad diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und es ist aber so, dass für die Eltern von Tenley da ganz schön viel dranhängt. Denn die Verträge, die ihre Eltern damals unterzeichnet haben mit Myriad, da hängt
wie gesagt, wieder Tenleys Entscheidung mit dran. Das ist alles ein bisschen verworren, deswegen braucht man am Anfang ein bisschen, ehe man das alles versteht. Und damit Tenley sich jetzt endlich für Myriad entscheidet, tun ihre Eltern eine Entscheidung treffen, die sehr, sehr schwer ist, gerade für ihre Mutter. Und zwar bringen sie sie in eine Anstalt. Und diese Anstalt, das ist sowas wie ein Irrenhaus, kann man sagen. Und Tenley soll dort gefoltert werden und durch diese Folter quasi einknicken und bei Myriad unterschreiben. Das ist der Beginn der Geschichte. Wir treffen Tenley in diesem Irrenhaus, in dieser Anstalt, wo sie gefoltert wird, gequält wird und zu einer Entscheidung gezwungen werden soll. Es ist so, dass Tenley nun schon ein Jahr in dieser Anstalt ist und sich aber immer noch nicht für eine Seite entscheidet und diesem Anstaltschef gehen auch langsam so die Ideen aus, was er mit ihr noch alles veranstalten könnte, um sie dazu zu zwingen, dort zu unterschreiben. Und ja, unsere Geschichte beginnt quasi, wie gesagt, in dieser Irrenanstalt und Tenley bekommt eine neue Zellengenossin und diese Zellengenossin heißt Bo und Bo ist eine Anhängerin von Troika. Die beiden freunden sich auch halt relativ schnell an und Bo bringt ihr so ein bisschen dieses troikanische Wesen, diese troikanischen Wertsätze bei und man merkt dann während des Lesens schon, was in Tenley vorgeht. Und kurz nachdem Bo in der Anstalt aufgetaucht ist, kommt noch ein Typ da dazu. Und dieser Typ sieht natürlich unheimlich gut aus. Es ist der schönste Mann, den sie je gesehen hat, steht in diesem Buch. Und ja, er ist aber ziemlich arrogant und überheblich. Wie sollte es anders sein? Und dieser Typ gehört zu Myriad. Und auch dieser Typ versucht jetzt natürlich wieder Myriad für Tenley schön zu sprechen, um sie halt auf diese Seite zu ziehen. Und so befindet sich Tenley wieder quasi zwischen den Stühlen. Dann im weiteren Verlauf der Geschichte ist es noch so, dass jemand versucht, sie umzubringen. Warum, wieso, weshalb man versucht, sie umzubringen und warum, wieso, weshalb sie so wichtig für diese Sphären ist, warum es so wichtig ist, dass sie sich für eine von diesen beiden Seiten entscheidet, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Und das erste Buch beschäftigt sich auch wirklich nur mit Tenley und ihrer Entscheidung. Also alles, was wir in diesem Buch erleben, läuft wirklich darauf hinaus, wen entscheidet sie sich. Und das erfahren wir auch wirklich erst ganz, 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 ganz am Ende des Buches mit dem letzten Wort. Und ja, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut auf jeden Fall nicht hinten rein. Also ja, also das ist wirklich mit dem letzten Wort dieses Buches entscheidet sie sich dann für eine von den beiden Seiten. Ich muss allerdings sagen, dass es ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte sehr vorhersehbar ist, für welche Seite sie sich entscheidet. Und es wird relativ schnell auch klar, für welche Seite sie sich entscheidet, weil diese Seite, für die sie sich im Endeffekt auch entscheidet, einfach komplett zu ihr passt. Das passt zu ihrer Ansicht von der Welt, das passt zu ihren Wertsätzen und zu ihren Grundsätzen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das halt so schnell so offensichtlich war, denn dadurch ist ein ganzer Teil an Spannung in der Geschichte verloren gegangen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass mir die Liebesgeschichte in diesem Buch überhaupt nicht gefallen hat. Ich fand die Beziehung, die Tenley nicht zu dem Love Interest aufbaut, sondern zu diesem anderen Typen, der ja in diesem Buch auch noch drin vorkommt. Ich muss sagen, diese Beziehung, das war so eine wirklich freundschaftliche Bruder-Schwester-Beziehung, die hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte den Typen sehr, der war mir ultra sympathisch, ich konnte den verstehen, ich konnte das nachvollziehen. Aber diese Liebesgeschichte in diesem Buch, die war wieder für mich so an den Haaren herbeigezogen. Das ist wieder der große, typische, arrogante, gut aussehende Bad Boy, trifft auf ein Mädchen und sie kann ihn am Anfang natürlich nicht leiden, wie sollte es anders sein, und sie weiß im Prinzip, ja, der will mich ja eigentlich nicht, der will ja eigentlich mich nur überreden, und doch lässt sie sich auf ihn ein. Und dann war das wieder in dieser Geschichte so, irgendwann geht der Schalter von ich kann dich nicht leiden auf, ich bin total verliebt. Und das hat mich so genervt, das hat mich einfach nur so genervt. Wie gesagt, diese Liebesgeschichte war für mich nicht rund, das war für mich so ein bisschen alles an den Haaren herbeigezogen. Und deswegen war ich da auch, was das betrifft, ein bisschen enttäuscht, denn ich liebe ja die Liebesromane von Gina Showalter. Und ich weiß, dass diese Frau es da definitiv drauf hat, aber irgendwie in diesem Buch hat es mich nicht überzeugen können. Und ich muss auch sagen, dass der ganze Verlauf der Geschichte mich so mit gemischten Gefühlen zurückgelassen hat. Wie gesagt, die ersten 150 Seiten waren für mich totale Verwirrung. Dann hatte ich es endlich kapiert, dann hatte ich das auch mit Troika und Myriad kapiert, was alles so dahinter steckt. Und dann hat die Geschichte Fahrt aufgenommen, dann ist was passiert, dann haben wir auch endlich mal einen Szenenwechsel und sind aus dieser Anstalt raus und dann war die Geschichte wirklich da und dann war die Geschichte präsent und dann hat es auch Spaß gemacht zu lesen, bis wir wieder an einem bestimmten Punkt in der Geschichte waren, wo das Ganze auf einmal schlagartig irgendwie in sich zusammengefallen ist und man wieder nur dieses Angeschmachte hatte und du wusstest wieder nicht so richtig, was ist jetzt genau, wo stehst du in der Geschichte. Und das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Ich kann das nicht so genau beschreiben, aber für mich war definitiv, was den Verlauf der Geschichte betrifft, das Ganze nicht rund. Mir war auch am Ende, war mir das
zu viel gewollt. Also mir war das am Ende zu viel gewolltes Drama. Also das Ende ist wirklich nochmal, da überschlagen sich die Ereignisse und wir haben nochmal eine Wendung nach der anderen, aber für mich war das einfach zu gewollt. Das war so, okay, wir müssen jetzt noch irgendwas in die Geschichte einbauen, dass es jetzt halt so und so ist. Das hat für mich am Ende leider nicht so ganz funktioniert, was ich ein bisschen schade fand. Denn ich war durch dieses ganze Überdrama, war ich total genervt dann am Ende von dem Ganzen. Und das fand ich ein bisschen schade. Also ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Buch grundsätzlich schlecht ist. Nein, um Gottes Willen. Ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, bei dem Buch mit so gemischten Gefühlen rausgegangen. Einerseits fand ich die Idee gut. Ich fand das mit diesen Sphären gut. Ich fand es gut, was die Autorin sich da ausgedacht hat. Ich fand die Beschreibungen der Sphären fand ich richtig gut. Ich mochte auch das Setting in der realen Welt. Ich bin auch mit den Szenenbeschreibungen und der Interaktion richtig gut klargekommen. Ich fand auch den Schreibstil gut. Das Einzige, was mich am Schreibstil genervt hat, war, wie gesagt, dieses teenie-mäßige Liebesschmalz. Gesülze, das hat mich so ein bisschen genervt. Ansonsten bin ich auch gut durch die Geschichte gekommen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die Handlung komplett schlecht ist, aber sie hatte halt so ihre Höhen und Tiefen bei mir und das war für mich halt nicht komplett rund, leider Gottes, was ich ein bisschen schade fand. Es ist trotzdem so, dass ich definitiv den zweiten Teil lesen möchte, denn wie gesagt, sie entscheidet sich ganz am Ende mit dem letzten Wort in diesem Buch erst für eine Seite. Und die Geschichte baut sich ja auch daraufhin auf, dass wir erfahren, warum Tenley so wichtig ist. Und das spielt dann natürlich im weiteren Verlauf der Geschichte noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Im ersten Teil geht es halt, wie gesagt, erstmal nur darum, für wen entscheidet sie sich und warum ist das so wichtig. Und deswegen bin ich schon gespannt, wie das Ganze im zweiten Teil ausgeht. Denn wie gesagt, gerade durch dieses ganze Drama am Ende ist da noch sehr, sehr viel Potenzial in der Geschichte auf jeden Fall auch drin. Aber wie gesagt, ich bin schon ein bisschen enttäuscht gewesen, denn ich habe einfach von der Geschichte was komplett anderes erwartet. Zum einen, weil ich dachte, das ist halt Fantasy. Und zum anderen war das halt für mich alles nicht ganz so rund, was ich ein bisschen schade finde. Dazu. Also, wir haben, Handlung ist nicht komplett rund, Setting war gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen, Beschreibung der Orte hat mir auch gut gefallen, ich konnte mir diese Sphären alle sehr, sehr gut vorstellen, auch in unserer Welt hatte ich keinerlei Probleme. Ich konnte mir auch diese Anstalt gut vorstellen und ich muss sagen, so ein bisschen hat mich das am Anfang an die Shatter Me-Trilogie von Terra Mafia erinnert. Ich weiß nicht, wer von euch die Bücher gelesen hat, aber da fangen wir auch in so einer Anstalt an. Und da ist die Grundvoraussetzung zwar ein bisschen eine andere und da ist auch die Grundstimmung eine andere, aber es hat mich schon irgendwie so ein bisschen an die Shatter Me-Reihe erinnert von Tahereh Mafi. Und ja, also wie gesagt, diese Anstalt könnte ich mir auch gut vorstellen. Was den Schreibstil betrifft, hatte ich es gerade schon gesagt, lockerer, leichter, einfacher Schreibstil, bis auf dieses liebesgeschwülstige, teenie-mäßige. Das war nicht so ganz meins. Was die Charaktere betrifft, bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, denn es waren manche Charakterzüge auch gerade bei Tenley einfach nicht nachvollziehbar. Eigentlich ist sie ein total intelligentes, starkes, toughes Mädchen und dann hat sie einfach manchmal so ein mega Brett vorm Kopf, dass du dir denkst, bist du dumm? Verstehst du das jetzt nicht? Es waren so viele offensichtliche Situationen, die für mich als Leser einfach total offensichtlich war, wo du dir gedacht hast, sie muss es doch jetzt kapieren und dann so, nein, sie versteht es nicht. Und du denkst dir so, ist die dumm? Ganz ehrlich, da habe ich echt gedacht, ist die dumm? Und ja, das fand ich echt ein bisschen schade, weil dadurch war Tenley streckenweise echt ein bisschen nervig. Und ich muss auch sagen, dass ihre komische Macke für Zahlen, die sie hat, die habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Und es hat mich auch ein bisschen genervt, weil es sind immer wieder Metaphern auf Zahlen gebracht worden und das fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Das hat mich auch ein bisschen genervt beim Lesen. Es war jetzt nicht durchweg immer präsent, ihre komische Macke, alles mit Zahlen zu vergleichen und da Schlüsse draus zu ziehen. Aber es war schon irgendwie ein bisschen merkwürdig und ja, es hat mich auch irgendwie ein bisschen genervt beim Lesen. Was unsere zwei Typen in diesem Buch antrifft, den einen, wie gesagt, den mochte ich sehr, der mehr so wie der Bruder war. Der andere, der Love Interest, naja, reden wir nicht weiter drüber. Der war mir irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte den einfach nicht. Ich fand ihn einfach nicht cool, der war einfach nicht meins und der ging nicht so an mich, ich weiß nicht. Auch wenn der rein optisch gesehen mehr mein Typ war wie der Brudertyp, aber ich weiß nicht, der kam mir irgendwie nicht so, es ging einfach nicht mit dem. Ich weiß es nicht, woran es lag. Naja, auf jeden Fall, was die anderen Charaktere betrifft, die wir in diesem Buch noch haben, so eine Freundin von Tenley und auch ihre Eltern und auch diese ganzen Troikaner und Myriatiker, wie heißt das auch immer, was weiß ich. Auch diese Leute, die da noch eine gewisse Rolle mitspielen, fand ich gut. Die haben alle ihre Rollen gut gespielt, das ist alles gut vermittelt worden mit den Guten und den Bösen. Und ja, was die Charaktere betrifft, wie gesagt,
bin ich so ein bisschen, was Tenley betrifft, im Zwiespalt. Ansonsten weiß ich schon, was ich von jedem zu halten habe. Aber es war halt auch leider nicht komplett rund. Und was mir gerade auch noch einfällt, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass in diesem Buch extrem viele Logikfehler drin sind. Gerade am Anfang. Ich habe so oft gedacht, das macht gerade einfach keinen Sinn. Das ist unlogisch. Und ich bin kein Mensch, ich achte nicht auf Logikfehler. Und wenn mir das dann schon auffällt, das will was heißen, ne? Also, ja, das war auch so ein Ding, was mich so ein bisschen genervt hat, dass ich so auf den ersten 150 Seiten so einige Logikfehler gefunden habe, auf jeden Fall, wo ich einfach nur dachte, das macht keinen Sinn. Jetzt ist dann aber wieder die Frage, liegt das einfach daran, dass das hängt das einfach mit der Übersetzung zusammen, weil das hat man ja auch manchmal, dass einfach beim Übersetzen das Ganze dann ein bisschen durcheinander gebracht wird, oder liegt es halt wirklich einfach daran, dass es ein verdammter Logikfehler ist? Ich weiß es nicht. Mein Fazit zur Immerwelt ist, dass es im Großen und Ganzen eine Geschichte so gutes Mittelmaß ist, würde ich sagen. Es ist nicht grundsätzlich schlecht, es ist aber auch nicht überragend oder irgendwas. Also es konnte mich auch nicht komplett begeistern. Ich möchte wissen, wie es weitergeht, denn wie gesagt, die Geschichte hat Potenziale und es bleibt am Ende sehr, sehr viel offen und es bleiben sehr viele Fragen am Ende offen. Und ich hoffe einfach, dass das, was im ersten Teil jetzt für mich gefehlt hat und gerade durch diese Verwirrung am Anfang für mich gefehlt hat, dass das im zweiten Teil dann definitiv besser wird und dass ich dann auch besser mit der Geschichte zurechtkomme, weil jetzt blicke ich da ja durch, ne? Also, wisst ihr, wie ich meine? Ich denke schon. Mehr kann ich zu dem Buch nicht sagen, außer dass es gutes Mittelmaß ist. Wenn ihr gerne Gina Showalter lest, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Und ansonsten, wenn ihr kindliche, schmalzige, überzogene, übertriebene Liebesgeschichten mögt, dann schaut euch das Buch auch auf jeden Fall an. Dann lohnt es sich für euch auf jeden Fall. Aber ansonsten war ich dann leider doch ein bisschen enttäuscht von der Geschichte. War meine Buchvorstellung oder wie auch immer man das hier bezeichnen möchte von Immerwelt. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.